Hallo Römer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Wir müssen jetzt Strepoli die beiden Sachen geben, die wir bekommen haben. Beziehungsweise... Ja, ist okay, genau. Wir wollen jetzt das Grundstück erschließen. Genau. Ja. Was soll dort entstehen? Ja, eine saftige... Ach, wir haben gerade kein Geld. Okay, Moment. Moment. Wir müssen noch genug Geld holen. Hallo? Geld. So. Ah. Jetzt mal richtig hinsetzen, ey. So. Genau. Und diese Textgeschwindigkeit, ne? Ätzend. Was soll dort entstehen? Eine saftige Wiese. Alles klar, ich mache daraus Folgendes. Ja, saftige Wiese, einverstanden. Der Abschnitt wurde erschlossen zu saftige Wiese. Sehr cool. Damit wäre die Erschließung... Damit wäre die Erschließung abgesprochen. Machst du später selbst ein Bild davon. Deine allererste Erschließung. Entschuldige, aber ich werde gerade ein bisschen von Gefühlen überwandt. Also, lass uns feiern. Ich werde die Baumaterialien zur Erschließung eines Siedelbeerenfeldes geben. Okay. Ein Siedelbeerenfeld ist eine der Einrichtungen, die gebaut werden können. Aber, nun es tut mir leid, aber von hier aus kann ich keine Einrichtung bauen. Willst du eine Einrichtung bauen, musst du das erschlossene Gebiet aufsuchen. Das dortige Schild untersuchen. Okay. Fruchtbare Erde. Oh, meine Güte. Das Paradies ist größer geworden, kann sich deinem Team noch mehr Pokémon anschließen. Ah, okay, das Erschließen von Gebieten ist also nur dafür da, dass sich mehr Pokémon einem Gebiet anschließen können. Okay. Oder uns anschließen können, dem Team anschließen können halt. Hallo? Hallo? Ah, lol. Hinweis, auf verschlossenen Bereich des Grundstücks kannst du Einrichtungen bauen. Willst du Einrichtungen bauen, dann... Stell dich vor eines der Schilder und drücke A, um Strepoli herbeizurufen. Du kannst auf dem Bereich hinter dem Schild eine Einrichtung bauen. Okay. Wenn du also was bauen willst, dann drücke A vor einem Schild. Mehr musst du nie wissen. Okay, wir haben hier ein Schild. Okay. Haben wir hier noch ein Schild? Und hier noch ein Schild, okay. Und hier haben wir... Ne, okay, hier haben wir nichts mehr, alles klar. Das ist interessant. Schild genauer lesen, du liest das Schild aufmerksam. Ja, überall da... Okay, das ist ja... Strepoli rufen. Soll ich eine Einrichtung bauen? Ja, was für eine Einrichtung sollte gebaut werden? Ja, ja, ist okay. Wir könnten ein Siedelbeerenfeld anrichten. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir können, ne? Ja. Sonst bräuchten wir noch hier Quellwasser und so, das haben wir alles nicht. Ja, das meiste haben wir davon einfach gar nicht. Also Siedelbeerenfeld einfach mal hier, ne? Ja. Okay. So, ich hab's dann geschafft. Die Einrichtung Siedelbeerenfeld ist fertig. What? Was? Hey, Strepoli hat mir früher mal bei meiner geschäftlichen Sache geholfen. Da habe ich riesig gefreut, als ich erfahren habe, dass er wieder arbeitet. Ich werde auch mein Bestes geben. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Das hier ist mein Siedelbeerenfeld. Da kann man das halt im Siedelbeere anbauen und ernten. Okay. Ja. Lauf ich auf, patsch. Hä? Super, folgendes wurde angepflanzt, Siedelbeere. Freu dich schon mal auf die Ernte. Okay. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Also. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Irgendwie. Naja, okay. Ein neuer fliegender Händler ist eingetroffen.
Wo? So, Kekleonladen, genau. Hier oben vielleicht? Mit denen haben wir schon einen geredet, das ist Viridium, ne? Aber ich genieße den Augenblick, ja. Ja, den Ausblick meine ich, okay. Du stehst für eine Expedition gewappnet. Also ich muss halt gerade echt zugeben, dass ich sehr, sehr verwirrt bin, sehr, sehr im... Weiß ich nicht. Mir noch nicht so ganz sicher bin. Oh, da ist der... Okay, da... Nein. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin ein fliegender Händler. Also, als solcher eröffne ich an Orten wie diesen gerne für ein paar Tage meinen Laden. So ziehe ich durch die Lande, man weiß nie, wo ich auftauche oder verschwinde. Wie, was sagst du? Es ist ein Traum, Pokémon-Paradies zu errichten? Wenn das so ist, dieser Laden kann im Paradies aufgestellt werden. Wenn du meinst, dann eröffne also ruhig so einen Laden in dein Paradies. Also dann. Okay. Beeren und Samen, okay. Ja, okay. Okay. Ja. Also, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. So von der Art, wie man das Paradies erweitern soll, kann. Es hat für mich nicht mehr so das Gefühl von Pokémon Mystery Dungeon, wenn ich das so ausdrücken kann. Also irgendwie fühlt es sich halt eher an wie so ein Aufbauspiel. Momentan für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber für mich fühlt es sich gerade so an. So. Und das weiß ich nicht. Mir fehlt gerade echt hart die Story. Ich meine, wie viele Parts... Wir haben ja so bisher noch kein bisschen Story bekommen. Das ist sehr ätzend. Sehr, sehr ätzend. So, nein. Finde ich, also muss ich leider sagen. Wir machen jetzt nochmal einen Job. So. Ich bin, also... Ich weiß nicht, also irgendwie ist es für mich nicht das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es mir... Es gefällt mir momentan gar nicht so. Ich hoffe, das ändert sich noch. Aber momentan ist es leider echt... kein Mystery Dungeon für mich. Muss ich leider zugeben. Welche Attacke wollte ich trainieren? Doppelhieb, ne? Ja. Ja, Doppelhieb, okay. Okay. Tut mir leid, dass ich das so sag, aber... Da fehlt mir halt... Mir fehlt hauptsächlich sehr, sehr die Story. So. Ich meine, die neue Art, wie die Dungeons sind, finde ich ganz cool, dass man so eine Dungeon-Ebene hat, wie hier jetzt zum Beispiel. Und bei manchen Dungeons auch noch so eine draußen Dungeon-Ebene. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Das hat aber auch noch was von Mystery Dungeon so. Ein bisschen Verbesserung reingebracht oder ein bisschen Änderung so. Aber der Rest... So... das mit dem Paradies finde ich auch cool. Ich meine, man muss eine andere, neue Art von Story natürlich reinbringen ins Spiel. Du kannst nicht sagen, okay, die ganze Zeit irgendwie eine Gilde oder so, keine Ahnung. Das war ja jetzt in Mystery Dungeon 2 zum Beispiel der Fall. Hier ist die Treppe, lul. Aber... Ja, das finde ich okay mit dem Paradies. Okay, wir wollen Paradies aufbauen und so weiter. Oder wir wollen Paradies erschaffen. Aber die Art, es umzusetzen wie ein Aufbauspiel, dass du Materialien sammeln musst, um dann verschiedene Felder anzulegen und so weiter, das gefällt mir persönlich. Also als Spiel, als einzelnes Spiel wäre das super. Versteht mich nicht falsch, als einzelnes Spiel wäre das super. Aber als Mystery Dungeon, bezogen jetzt wirklich auf Mystery Dungeon, finde ich, passt es nicht rein. Es passt nicht zum Spiel an sich. So. Meiner Meinung nach. Es kann ja auch sein, dass ihr das anders seht. Jeder hat da eine andere Meinung, aber für mich ist das dann kein Mystery Dungeon mehr, wenn sich das Spiel dann eher... Es bezieht sich ja nicht darauf, aber, ne? Level von Teddy ist gestiegen. Aber dieses Feature passt nicht so wirklich. So. Find ich. Und dass es halt so spät mit der Story erst losgeht. Wenn es überhaupt noch Story gibt. Ich meine, es muss ja Story geben. Es hat ja am Anfang einen kleinen Teaser gegeben, sag ich mal. Aber noch kein bisschen was von der Story bisher bekommen.
Das finde ich auch sehr, sehr ätzend. Also das stört mich sehr. Wir haben bisher noch kein bisschen Story bekommen. Und das mag ich nicht. Das finde ich echt doof. Tatsächlich. Hey. Oh. Komm her. Oh. Danke. Ja, das mit der Story fällt mir sehr. Also Mystery Dungeon 1 und 2 hattest du relativ schnell Story, so, und da hat sich das Spiel auch sehr darum gedreht, was da halt alles abgeht. Ne? So um die Zahnräder der Zeit und so. Und um das Mysterium bei Mystery Dungeon 1 und 2, um Gengar und so, das war ja sehr Mysterium und warum wir Mensch geworden sind. Und die Vulnona-Geschichte und so wurde damit eingebracht. Und das war halt echt, das war sick. Wie das alles vorangetrieben wurde auch im Spiel. Aber hier bisher leider ganz, ganz großer Minuspunkt. Kann ich schon jetzt sagen. Bin ich sehr, sehr unzufrieden mit. Tatsächlich. Tut mir leid, dass ich das so sage. Vielleicht ist es ja von irgendwem von euch so das Lieblingsspiel des Todes und ihr findet, dass das übel nice und ist, ne? Aber alleine deswegen wird es, glaube ich, so wie ich es momentan finde, nie eins meiner Lieblingsspiele werden. Ich glaube, ich würde das auch nicht gern nochmal spielen bisher. Also wie gesagt, verstehe mich nicht falsch. Das Spiel an sich macht Spaß bisher. So mit den neuen Dungeons und so. Aber für mich hat es bisher noch keinen Reiz. Ne? Ich weiß, ich bin früher am Anfang des Spiels und so. Aber ich habe bisher noch keinen Reiz dafür bekommen, zu sagen, okay, das Spiel muss ich irgendwann nochmal spielen. So. Kam noch nicht. Kommt vielleicht noch. Weiß ich nicht. Wenn die Story vorangetrieben wird, vielleicht mal. Oh, und das ist halt so ätzend, ne? Ich weiß nicht, ob ich halt Pech hab. Oder ob das so normal ist, dass so viele Attacken bei mir daneben gehen, ne? Ich hab halt das Gefühl, es gehen. Ich bin ja noch vergiftet, ey. Guck mal, so viele Attacken gehen hier daneben. What the fuck? Das kann doch nicht sein. Jetzt mal im Ernst. Hat sich wieder beruhigt? Okay. Jetzt mal im Ernst. Meine Güte. ja. So, das war schon mal so ein kleines bisher Startfazit, sag ich mal. Was ich jetzt momentan halt so hab am Spiel. Oder was mir jetzt momentan so zum Spiel einfällt. Mal sehen. Mal sehen, wie es noch wird. Momentan muss ich leider echt sagen, ich bin echt nicht so begeistert. Anfangs schien es cooler, als es jetzt momentan läuft. Vielleicht, ne, kommt ja auch bald Story und dann geht's auch nur storymäßig los oder so. Kann ja sein. Erstmal das Item noch hier holen. Jetzt gleich mit, wer ist das? Weiß es nicht. Oh, irgendwas mit Noil oder so, ne? Mann, hi. Fleck Noil, genau. Gut gemacht. Das finde ich zum Beispiel auch cool. Die Animation. Das sind so Kleinigkeiten, die sind echt cool. Sehr, sehr cool. Ja, wir wollen den Dungeon verlassen. So. Bravour erledigt. Danke, dass ihr vielleicht neu geholfen habt. Ihr habt euren Lohn. Okay, danke für ein Stück Belebersamen und für ein Stück Defense-Schal und für ein Stück Seher-Orb. 40 Paradiespunkte. Der Paradiesrang hat Bronze erreicht. Cool. So, das ist nicht alles. Für den Rangaufstieg erhältst du auch eine Belohnung. Okay, das ist auch cool. Das gefällt mir. Deine Beute können. Ah! Okay. Kannst du folgende Einrichtung bauen? Schatztaucher. Einrichtung bauen. Blendsamenfeld. Außer. Losstand. Käfer-Dojo. Gift-Dojo. Gesteins-Dojo. 2 Stück Belebersamen. 3 Stück Sinelbeeren.
1 Stück Pflanzengeschenk. Alter, wir haben gerade 4 bekommen. Das ist cool, dass es so eine Belohnung gibt. Dann, wenn der Gebäude sich dadurch vergrößert, ist es auch... ist es ein netter Anreiz dafür, dann Dungeons, ja, Optionen. Hm, klar. Jobs zu machen. So, meine Güte. Deutsch ist schwere Sprache. finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Das ist was Cooles. Ich meine, für mich waren die Jobs im Mystery Dungeon nie so ein Hauptthema, was ich gerne machen will. Oder was ich viel machen will. So. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Das wird es jetzt auch nicht sein. Ich werde so viele Jobs machen wie nötig und mehr nicht. Ist halt so eher. Ja. Vor allem jetzt gerade, wo man halt nur noch einen Job zur Zeit machen kann. Das ist halt echt. Oh. Oh. Falsch. Und hier ist das Geschenk. Das ist keine Box, die ich habe, ne? Ja, Mann. Items. Ah! Mach ein gegnerisches Pflanzen-Pokémon zu einem Freund. Hey, du, willst du ein Freund sein? Ja. Also, ja. War ein Fazit-Part bisher, ne? Nichts Cooles irgendwie im Angebot. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir die ganzen Sachen sogar bauen müssen, weil bisher habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwie Story vorangetrieben wird. So, um ehrlich zu sein. Mal sehen wir ja noch, ne? Gucken wir mal. Hey, was hast du denn so als Cooles? Coole Sachen im Angebot, Warlord. Irgendwas Nices? Felsgrab. Oh. Ja, okay. Ich kann leider nicht sehen, wer die Attacke kann, wenn nicht. Ich wollte gerade nachgucken. Felsgrab ist eine coole Attacke, aber ich glaube... Nee, lohnt sich nicht. Ich guck mal so. Wir müssen wahrscheinlich, wie es aussieht, eh nochmal einen Job machen. Also, können wir mal gucken, was wir hier so... erschließen können. Das können wir alles noch nicht erschließen, okay. Was können wir denn bei saftiger Wiese? Achso, ja, haben wir schon, okay. Achso. Okay, ich kann den Boden unter meinem Haus nicht erschließen. Nee, nee. Dann gucken wir nochmal kurz zur saftigen Wiese und gucken mal, was wir da vielleicht möglicherweise bauen könnten, wenn wir das Material dafür haben. Oh, hier sind jetzt ganz viele Pokémon. Das sind die ganzen Pokémon, die... Ah, unser Team-Pokémon. Okay, das ist cool. Hey. Ja, yeah. Okay, gedulde ich noch ein wenig. Okay. Hier. Strepoli, so rufen. Ja, was will ich hier denn bauen? So, Beeren und Samen. Krieg ich dafür auch Infos? So. Ich krieg keine Infos, was das heißt. Ja, ist okay. Oh, die... Oh! Diese Textgeschwindigkeit ist so langsam, ne? Und dann... kommt dieses... Hier, jetzt. Dieses Feld kommt so schnell auf, ey. Oh. Meine Güte. Speziell für Beeren und Samen. Du kannst sie kräftig erwerben und teuer verkaufen. Okay. Oh, sorry, aber das ist auch ein ganz, ganz großer Minuspunkt. Diese Textgeschwindigkeit, ey. Boah. Würde ich kotzen. In diesem Laden kannst du dein Glück mit sofort, Rubbel und Überraschungslose versuchen. Okay, das klingt cool. Minispiel, tauche bei diesem Minispiel ab ins Wasser. Um möglichst viele Schätze aufzusammeln. Schätzen sogar... Andere Seite, naja, okay. Das sind die ganzen Samen. Das ist hier genau. Diese konzentriert sich auf Training von einem Pokémon normal. Je höher die Ausbildung, desto effektiver das Training. Außerdem lassen sich hier Stärke, Genauigkeit und AP der Pro-Attacken bis aufs Maximum erhöhen. Okay. Also, das sind
Dojos, entweder ist es jetzt so wie Mystery Dungeon 1, wo man halt jedes Dojo machen kann, wo es halt so ein paar Ebenen gibt, wo nur Normal-Pokémon zum Beispiel kommen. Oder hier trainieren Normal-Pokémon. Das kann natürlich auch sein. Würde ich gerne das Elektro-Dojo snacken. Da könnte dann... Ne? Ich hab seinen Namen vergessen. Lul. Ich mach mal Losstand. Ach, verdammt. Oh, ich hab jetzt nicht Textgeschwindigkeit ist so toll in diesem Spiel. Wir brauchen noch Schimmermetall, 2 Stück. Alles klar. Okay. Dann nehmen wir jetzt einen Auftrag an, der Schimmermetall bringt. Oh. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einfach nur, ne? Schimmermetall einmal. Das obere gibt's immer 2-mal dann. Nochmal Schimmermetall 1-mal. Ich brauch Schimmermetall 2-mal. Bitte. Da, Schimmermetall 2-mal. Ich brauche das hier. Nee. Gibt's noch irgendwelche anderen cooleren Jobs? Hier ist noch einmal. Okay, Karkschlucht E6. Okay, das gibt... Ist 2 Sterne, gibt 200 Poke noch. Und das hier? Auch 2 Sterne und 200 Poke. Hier, ja. Bestrafe Azuril. Wir hatten noch keinen Bossfight. Das ist so ein Job. Ja, sofort aufbrechen meinetwegen. Ja. So, aber wir beenden jetzt erstmal den Part. Ich guck noch mal im Internet durch, ob man die Textgeschwindigkeit nicht doch erhöhen kann. Kein Plan. Es geht mir so oft sagen, mit dieser langsamen Textgeschwindigkeit. Na gut. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!